Hallo und willkommen bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Part 18. Part 18. Beim letzten Teil habe ich euch am Ende versprochen, dass wir euch nochmal das Donnerlied zeigen. Das wird jetzt vorgespielt. Also ist jetzt am Ende. Hört gut zu. Es geht los. Okay, und wenn er euch gefallen hat, dann schickt uns einen Kommentar. Und jetzt geht's los mit Zelda und nicht mit Ted. Genau. Und zwar, ich habe mir noch ein Hylia-Schild besorgt. Das brauchen wir nämlich dann noch später. Gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Also jetzt müssen wir zu den Zoras. Ja, ich weiß, wo sind die? Warte, ich glaube, die sind da. Da muss ich wieder hin, ne? Nein, da ist falsch. Wo muss ich hin? Sag mal. So, jetzt gehen wir zum Zora. So, also. Eben hatten wir leichte Probleme mit den Suchen, aber wir wissen jetzt so langsam, wo es ist. Lol, man kann Büsche hochheben. Oh Mann, keiner hat dich irgendwas gefragt. Echt kein Mensch will dich hören. Aber vielleicht ein Tier. Bla bla. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Mann! Ey, der ist so öl, ey. Oh, das ist voll angespuckt. Wow. Ja, ist fertig. So, tschüss. Hey, was sagt Navi? Mal endlich ist mal so was gebrauchen. Was sagt Navi? Navi mit Fehlfunktion. Mal nach oben, Mann. Wenn ich mich richtig erinnere, sagt Darunia, darf auf den Gipfel des Todes eine Fee legen. Ach, wir sollen auf den Gipfel des Todesbergs. Also, falsch. Wenn du dann auf den Gipfel, dann hallo, falsch! Ich weiß schon, was du tust, das habe ich mir mal alles aufgetan. Was sagen wir jetzt noch? Es ist richtig, wir haben uns nur vertan. Ja, anscheinend. Schwimm. Mein Schwimmlein, schwimm. Ich wollte jetzt. So, also, wir wissen jetzt, wo es geht. Also, ich weiß jetzt wieder, wo es lang geht. Das heißt... Geht spannend weiter. Ich will jetzt nur, es geht weiter. Es ist nur die Frage, ob es noch spannend weitergeht. Die kleinen Assis kann ich jetzt wieder nicht bewegen. Und denk nochmal drüber nach. Wir haben ja noch das Trailer von Wind Waker, ne? Ja. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben und wir setzen uns rein. Ich glaube, die wissen es. Geil, Bombe! Jetzt bin ich voll. Ich habe gerade 35 Rubine gespart. Oh, die langweilige Eule schon wieder. Ja, schön. Ach nee. Findet ihr auch, dass diese Eule langweilig ist? Dann schreibt einen Kommentar. Nein, das wissen wir. Jeder weiß, dass die scheiß Eule langweilig ist. Frag sie mich, ich will es mal wissen. Also, dann schreibt einen Kommentar, wenn sie sie echt so langweilig findet. Guck mal, ein Freund ist schon eingeschlafen. Also, ich finde es toll, dass der wirklich so auch wirklich, also manche, dass ihr gut, wirklich gut bewertet. Und ich verstehe das auch, wenn manche Leute Daumen runter geben. Dann müsst ihr aber nicht einfach Daumen runter und so lassen so und einfach wegklicken, sondern wenn ihr Daumen runter macht, dann oder einen Daumen hoch macht, dann müsst ihr uns sagen, was wir gut gemacht haben oder was wir verbessern können. Ja. Yeah. Damit wir das zur Kenntnis nehmen können. Weil wenn ihr immer nur Daumen runter gibt, wir wissen nicht, wovon es kommt.
kommen. Dann habt ihr nicht, dann macht euch nicht Spaß, die Videos anzugucken. Und uns macht es nicht Spaß, weil wir wissen, keiner mag es. Das ist. Der sich dieses Video angeguckt hat. Ich bete euch, dass ihr... Du betest nicht, du bittest. Dass ihr, wenn ihr schon Daumen runter macht, dass ihr schreibt, was ihr daran nicht gut fandet, damit wir es beim nächsten Mal verbessern können. Bitte macht das, wenn ihr euch das schon angeguckt habt. Aber auch, genau. Wenn es gut war, sagt, was daran gut war. Ja, und jetzt nochmal was zu den kommenden Tagen. Also mein Kumpel, der ist jetzt nur zu Besuch. Ich muss dann alleine weitermachen. Das heißt, dann bin noch ich am Start. Na, ich komme auch ab und zu mal wieder. Ach ja, ab und zu kommst du. Aber dann, ich glaube, ist das Projekt schon zu Ende. Ab und zu kommst du. Wir wissen ja noch nicht, was heute... Schon jetzt ein Herzstoff. Wir wissen ja noch nicht, was heute Abend passiert. Da kann man nicht zu viel sagen. Ja, und vielleicht übernachtet der heute nicht. Hat er gesagt, er wollte sich das nochmal überlegen. Mache ich. Jetzt sagt er ganz erstaunt, mach ich. Aber genug von privat, jetzt geht's weiter mit Zelda. Genau. Oder? Nö. Ich so, nö. Aber ja, ne? Ja, natürlich. Oder nicht. Ich habe jetzt ein bisschen rumgealbert, aber egal. So, also jetzt gehen wir zum die Zoras. Das ist unser nächstes Ziel. Ich weiß, oh, hat sie dann nicht geschafft. So, jetzt kann ich gehen. Ich habe mich ja gerade ein bisschen verirrt. Ja, weil das hier alles echt so wie ein Labyrinth. Jetzt werde ich weggespült, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich versuche mich hier gleich wieder dran zu klammern, alles klar. Und wir sind ja erst so neue Let's Player, darum ja. Ja, also... Das ist jetzt Zelda ist unser erstes Projekt, wo wir also, Let's Play gemacht haben. Dein erstes Projekt? Ich habe schon mal eins gemacht mit dem Kumpel. Let's Play Minecraft. Ja, aber von mir... Alter, komm nicht dein Ernst. Geh mal kacken jetzt. Von mir ist das einfach das Erste. Auch in der YouTube-Welt. Also, neu. YouTube-Welt neu, was die Sache angeht. Videos. Ja, ach so, zu machen, ja. Aber angeguckt natürlich habe ich mir schon welche. Also wer das nicht getan hat. Der ist ein bisschen weich in der Birne. Ey, wenn ihr dieses hier und alle, die dieses Spiel kennen, die wissen natürlich, wie Hammer dieses Spiel ist. War gerade voll nützlich. Alter. Und die, die es nicht können, die sollen sich echt schämen. Schäme dich. Aber jetzt ab zu die Zoras. Ja, okay. Ich wollte ja noch ein bisschen herumtollen. Ich lenke sie ab. Ja, nee, ich lenke die nicht ab. Kannst du laut sagen, was du sagst. Die Zuschauer können es auch hören. So, nun also. Es ist gleich vorbei. Mit Part. Keine Ahnung, 18. Ja, 18. Dann geht's gleich weiter mit Partner. Ja. Dann sind wir endgültig bei Zoras. Und jetzt sagen wir Tschüss. Ciao.